Ich bin der Manuel, ich bin 31 und ich habe Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH studiert. Und ich arbeite bei Axelera Zürich in der Forschungsabteilung Wollishofen. In der Forschungsabteilung entwickeln wir die nächste Generation von Computerchips. Die Chips werden gebraucht, um künstliche Intelligenz zu beschleunigen, schneller zum Laufen zu bringen, damit sie für Echtzeitapplikationen verwendet werden können, zum Beispiel in der Videoverarbeitung. Die Chips, die wir entwickeln, die kann man verwenden, um zum Beispiel mehrere Kamerastreams parallel in Echtzeit zu verarbeiten. Die Chips finden zum Beispiel Anwendung in der Industrieautomation oder beim autonomen Fahren. Axelera ist ein sehr junges Unternehmen mit dem grössten Forschungsstandort hier in Zürich. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem aber sicher auch, dass mit der ETH Zürich hier ein extrem grosser Pool an Abgängern mit dem Elektrotechnik- und Informationstechnologie-Hintergrund vorhanden sind. Wir pflegen ein sehr kollegiales Verhältnis miteinander und das Büro ist wie ein zweites Zuhause, das wir hier haben. Der Designprozess von Computerchips ist ein extrem komplexes Gebiet und verlangt Spezialisierung von der einzelnen Entwicklungsabteilung. Keine einzelne Abteilung allein kann alles machen und ich arbeite persönlich nur an einer Subkomponente von dem Chip. Darum braucht es viel interdisziplinäres Arbeiten im Team, um einen kompletten Chip zusammenzustellen.